20:15 Uhr, ZDF, die Chefin, Treiplagt. Streifenpolizisten werden im Münchner Umland auf einen geparkten Geländewagen aufmerksam. Während der Untersuchung des Autos wird einer der Polizisten von einem Heckenschützen getötet. Vera Lanz, Katharina Böhm, leitet die Ermittlungen und muss vor Ort mit Ferdinand Preis, Stefan Großmann, einem Kollegen der Kripo Rosenheim, zusammenarbeiten. Als Vera und Jan Trompeter, Stefan Rudolph, nachts endlich den Tatort verlassen, werden sie am Auto ebenfalls beschossen. 20:15 Uhr, Arte, die Toten von Turin. Der Sportlehrer Fabrizio Cardani des Turiner Gymnasiums wird von einem Lastwagen angefahren und kurz darauf tot aufgefunden. Die Autopsie des Körpers zeigt jedoch, dass der Mann bereits vor dem Unfall schwer verletzt war. Inspektorin Valeria Ferro, Miriam Leone und ihr Team von der Turiner Kriminalpolizei nehmen die Ermittlungen auf. Schnell wird klar, dass sich der Lehrer kurz vorher aus dem Fenster des nahegelegenen Hotels gestürzt hatte. Selbstmord also, aber warum? 21:15 Uhr, ZDF, letzte Spur Berlin, Alleingang. Kriminaloberkommissarin Sandra Reis taucht unerwartet nicht bei der Arbeit auf. Ihre Kollegen von der vermissten Stelle sind alarmiert, denn alles deutet auf eine Entführung hin. Sie finden heraus, dass Sandra am Vortag einen Tanzkurs besucht und dort einen fremden Mann kennengelernt hat. Dieser, Dirk Oslowski, Christianette, ist Advokat in einer Anwaltskanzlei und offenbar zeitgleich mit Sandra verschwunden. 21:45 Uhr, ZDF NEO, Falco. Bei Bauarbeiten wird das Skelett einer Frau gefunden. Falco, sagt Amorisch TV, vermutet, dass es sich bei der Toten um Yazel Brahmi handelt, eine seit Jahren spurlos verschwundene Frau. Yazels Mann und ihre Tochter haben nie die Hoffnung auf ihre Rückkehr aufgegeben und sind nun über die Nachricht ihres Todes am Boden zerstört.